So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Und ihr wundert euch bestimmt, warum jetzt hier gar kein Kleingeld mehr liegt. Das hier sind die 130 Euro, die wir vorher schon in Scheinen hatten. Und hier ist natürlich unser wunderbarer Tracker von der 100-Umschlag-Methode. Ja, ihr Lieben, die Kamera und ich, wir möchten heute, oder was heißt nein? Lasst es mich anders erklären. Meine liebe Kamera und ich, wir hatten in der letzten Woche ein paar Auseinandersetzungen, sagen wir es so. Letztendlich lag es wahrscheinlich daran, dass ich immer zu lange gefilmt hat und er dann alles komplett gelöscht hat. Ja, deswegen habe ich jetzt einfach beschlossen, ihr habt den Anfang gesehen. Ihr habt gesehen, was hier für Berge lagen. Ich blende euch, wenn ich das gleich schaffe, wenn ich ein Bild einfügen kann, blende ich euch gleich mal einen Bon ein, denn das ganze Kleingeld, und zwar die ganzen roten Münzen, also 1, 2 und 5 Cent, 1, 2 und 5 Cent, habe ich zum Coinstar gebracht. Das ist, ja, da kann man kleine Münzen eben auch abgeben und dann kann man das entweder umtauschen und damit dann einkaufen gehen tatsächlich, oder man kann das genau sich auszahlen lassen, was ich in diesem Fall gemacht habe. Und das waren 25 Euro. Ja. Und ich hatte, das war krass, über 502 Cent Marken. Das war schon heftig. Ja, also auf jeden Fall, das habe ich mittlerweile damit gemacht. Aber es ist ja noch ganz, ganz wichtig. Ihr wollt natürlich wissen, auf welchem Stand wir sind. Vor allem, wer von euch jetzt gewonnen hat. Ja, weil ich habe ja letztes Mal gesagt, schätzt mal, welche Summe die ganzen Münzen bringen. Das heißt, die 1 Euro, die 2 Euro und natürlich alle Centmünzen, die da waren. Das heißt, nicht diese 130 Euro, sondern der Rest. Ich hoffe, ihr habt alle ein paar Kommentare hinterlassen. Ich bin sehr gespannt. Denn ich habe jetzt die Lösung für euch, ihr Lieben. Und die Lösung lautet 77,81 Euro. 77,81 Euro war an Münzgeld da drin. Ja. Ganz schön was. Bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Okay, ich werde mir jetzt natürlich die Kommentare angucken. Und werde dann herausfinden, wer der Gewinner ist. Das werde ich dann im Spielevideo verkünden. Beziehungsweise vielleicht mache ich auch einfach eine Gewinnerauslosung. Das werdet ihr dann erfahren. Bleibt also am besten dabei. Abonniert vielleicht gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst natürlich auch gerne ein Like da, wenn euch die Videos gefallen. Also, aber können wir mal bitte einmal staunen, ja, dass wir hier 50, 100, 150, 170, 190, 200, 205, 207,81 Euro schon gespart haben von unserer 100-Umschlag-Methode. Und das, obwohl noch so viele Felder frei sind. Ich feiere das extrem. Ich feiere das extrem, obwohl ich das Gefühl habe, ich habe da nie Geld reingetan, sind da schon 200 Euro drin, was so krass ist. Sehr, sehr, sehr schön. Ich mag diese Challenge. Ich mag sie nicht nur in Centbeträgen, ich mag sie auch in 10 Cent. Auch wenn das schwieriger war. Ja, weil für mich, ich musste umdenken. Ich kannte das nur mit Cent sparen. So groß. Und von daher, ja. Aber ich merke schon, wenn wir dann zur richtigen 100-Umschlag-Methode kommen, wo wir in Euro besparen, werde ich das wahrscheinlich mit kleinen Spielen machen. Und dann immer die Beträge, die dann bei den Spielen zusammenkommen, zur Seite packen. Weil sonst würde es mich, glaube ich, kirre machen. Sonst macht es mich, glaube ich, kirre. Okay, ihr Lieben, wer auch immer gewonnen hat mit 77,81 Euro, der gewinnt ja ein tolles Spiel von mir. Und das werde ich euch mal kurz zeigen. Eine Sekunde. So, ich habe jetzt hier nur den Prototyp von meinem Spiel Phasensparen. Das heißt, der ist natürlich noch suboptimal, aber ich habe gerade einen anderen gedruckt, ja. Das heißt, ohne Striche in der Mitte, ohne Washi-Tape, der es zusammenhält. Das heißt, er ist sogar doppelseitig gedruckt. Mein liebes Phasensparen. Ich bin sehr stolz drauf.
Ich finde, es sieht jetzt schon cool aus und das, was jetzt gedruckt ist, sieht noch hübscher aus. Und wir drehen es nochmal um. 15 Phasen für euch zum riesigen Besparen, ihr Lieben. Ich feiere das extrem. Es ist ganz klasse. Es ist ganz klasse. Ich liebe das. Ich finde es so toll, dass ihr auch alle schreibt, boah, ich will dieses Spiel, ich will dieses Spiel. Von daher, vielleicht habt ihr Glück gehabt und wart bei den Gewinnern mit dabei. Ja? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wer es jetzt, wer gewonnen hat. Ich werde das dann natürlich auslosen und ich hoffe, es gefällt euch. Es ist natürlich ein unglaublich süßes Panda-Bild auf der Seite. Und ja, auch auf dieser Seite, also es lohnt sich auch, die Klappkarte andersrum anzugucken. Ihr werdet zusätzlich noch einen laminierten Tracker bekommen, weil man hier einfach ein bisschen länger spart. Es sei denn, man spielt es tatsächlich direkt in Cent, wie ich das ja letztens gemacht habe, und dann hat man ja auch 3 Euro irgendwas direkt und dann hast du das ganze Spiel fertig. Aber normalerweise ist das halt ein Spiel, was einen schon durchaus ein paar Wochen und Monate, also eigentlich, ich würde mal sagen, so 3, 4 Monate spart man da schon. Und selbst, naja, vielleicht mit 10 Cent nicht unbedingt, aber mit Euro auf jeden Fall. Also wir hatten ja letztes Mal irgendwas mit 300 Punkten, also von daher, da spart man sich was zusammen. Und wir haben teilweise wenig Punkte immer vergeben. Also gerade bei diesen Drillingen und Zwillingen und so, da, wenn du da eine geringe Zahl hast, dann bleibst du natürlich bei wenigen Punkten. Na gut, ihr Lieben, ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob es euch gefällt mit den süßen Pandas. Ich finde es so knuffig. Ich liebe dieses Bild. Ich liebe ja Pandas generell. Und ich finde es so toll, dass ich jetzt tatsächlich, denn diese Variante wird auch in meine Sparspiele einziehen. Wie immer in den Geschenketopf. Ganz einfach, weil der Geschenketopf ein Topf ist, den ich dauernd besparen werde. Also bis ich da einen Puffer von 500 Euro habe, werde ich den sparen, sage ich mal. Und da geht ja zwischendurch immer was raus. Von daher ist Phasensparen dafür einfach ein geniales Spiel, um da einfach die ganze Zeit was reinzutun. Und ja, es wird sich natürlich auch anbieten, wenn ich nach Berlin fahre zu den Pandas, dann da das Pandaspiel zu spielen. Aber ich habe ja gesehen, die anderen aus der Budgeting-Community haben auch ganz süße Pandaspiele. Ich muss mal gucken. Ich habe ja bald Geburtstag und ich habe schon gesagt, ich gönne mir mal wieder ein paar Sparspiele. Und ja, ich freue mich schon drauf, ihr Lieben. Ich freue mich schon sehr darauf. So, also, wir sind jetzt hier auf dem Stand von 207,81 € in der 100 Envelope Challenge. Ganz, ganz krass. Wir tauschen hier nochmal eben diese 3 Scheinchen gegen einen braunen Schein aus. Oder Ocker, ich weiß nicht. Ich sage, es ist braun. Es ist für mich ein helles Braun. So, und dann ist das wieder auf Stand und dann können wir das natürlich auch wieder befüllen. Die ist ja momentan noch leer. Meine schöne Box. So. Und das kleine bisschen Klimpergeld auch. Es war übrigens ein ganz komisches Gefühl, dieses ganze Klimpergeld wegzubringen. Und ich habe jetzt nicht mehr wirklich viel. Ich habe mir nur noch ein bisschen Kleingeld behalten für nächsten Monat zum Spielen, aber das werde ich vielleicht auch noch umtauschen. Von daher mal sehen. Ist schon komisch, aber es ist richtig. Es ist richtig. Und ach so, für euch natürlich zur Info, dieses Kleingeld umzutauschen in diesen Automaten hat natürlich eine Gebühr gekostet, in dem Fall von 10% oder von 9,999 irgendwas. Also von daher 10%. Waren dann, also 2 Euro irgendwas hat er dann halt abgezogen, wo ich dann auch gedacht habe, okay, gut, ja, das waren jetzt nur die 1 Cent und die 2 Cent Dinger. Deswegen werde ich jetzt nicht bei einem größeren Betrag das halt unbedingt machen. Es sei denn, ich will halt das Geld unbedingt loswerden. Und das war bei mir bei dem roten Geld tatsächlich der Fall, weil ich wirklich, ja, ihr habt es ja immer gehört, das ist ja schon, es hat meine Verhältnisse ja schon langsam gesprengt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt darf ich das einfach mal wechseln, weil ich möchte jetzt ja größeres Geld besparen und dann brauche ich nicht mehr ganz so viel rotes Kleingeld. Okay. Ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.